Birnen, Speck und Bohnen. Diese schmecken ganz besonders. Bohnen aus Strohkirchen. Unverfälscht sollen sie hier schon seit über 150 Jahren wachsen. Jetzt aber hat die Besitzerin sicherheitshalber ein paar der kostbaren Speckbohnensamen an das Schweriner Volkskundemuseum verschenkt. Weil die eben keiner mehr anbaut und weil man immer wieder davon hört, dass alles ausstirbt. Mhm. Ne? Und daraufhin habe ich gedacht, es ist so schade, wenn wir nicht mehr sind, wird das wahrscheinlich keiner mehr anpflanzen hier. Ne? Speckbohne oder auch türkische Erbse wird sie genannt. Mit Speck, Pfeffer, Sellerie und Bohnenkraut und natürlich auch mit den Birnen ein typisch mecklenburgischer Leckerbissen. Und mit der Strohkirchner Bohne eben ein ganz besonderer. Denn sie hat nicht diese so verschmähten Fasern wie viele der anderen neuzeitlichen Stangenbohnensorten, versichert uns die Köchin. Glaubt man den alten Büchern, dann nahmen einst die Bäuerinnen den Mund ganz schön voll. Denn schweigend musste es geschehen. Schweigend und halb 11 Uhr gesät, dann, ja nur dann würde die Saat auch gut aufgehen. Nur tat jede gut daran, sich nicht allzu viel Zeit dabei zu lassen. Ist denn nun unsere Speckbohne tatsächlich so einmalig? Eine Spezialistin will kundig untersuchen, denn sie ist immer auf der Jagd nach alter, unverfälschter Saat. Viele alte Landsorten sind ja heute verschwunden. Aufgrund der Züchtung werden ja doch immer wieder neue Bohnensorten angeboten. Und man kauft sich dann lieber das neue Saatgut, als dass man die aufwendige Arbeit der Erhaltung betreibt. Viele Sorten also müssen verglichen werden, bis sich herausstellt, ob nun dieses Bohnengericht tatsächlich ein ganz besonderes ist. Der Bohnenforscher gab es schon viele, auch Richard Vossidlo als Volkskundler vor 60 Jahren. Seine äußerst wichtigen Erkenntnisse rund um die Bohne könnten sehr hilfreich sein. Bohnen und Bier giften starken Stier. Ja, es wird genau ausgemessen, die Größe, die Länge, die Breite. Bohnen sind meines Hartens Kron, ewe Semmel und Seutmelk, dem Mocken de Feutwelk. Dann auch der Nabel ist ein wichtiges Erkennungsmerkmal, wie der gezeichnet ist. Lüttelbohnen, grote Bohnen, Bohnen, das sind Bohnen. Und wer die Bohnen denn nicht mag, die beit die Bohnen gauden Tag. Ich möchte gerne ein paar Samen von dieser Bohnensorte mitnehmen und möchte dann das in der Genbank untersuchen lassen. Das wird also noch eine Weile dauern. Derweil schmecken die Bohnen, wie man sieht und wie man es zuweilen auch bei Speckbohnengenießern hört. Unsere Speckbohne aus Strohkirchen ist sicher etwas Besonderes. Aber Bohne bleibt Bohne. Bestimmte Eigenschaften, selbst Vossidlo kam um diese Erkenntnis sicher nicht herum, bestimmte Eigenschaften sind bei allen Bohnen gleich.